Willkommen zurück zu Isaac Rebirth. Beim letzten Mal haben wir eine Challenge gemacht, und zwar die Challenge When Life Gives You Lemons. Auch sehr schön angeordnet, weil sie zu lang ist. Und heute werden wir eine Runde normal durchzocken. Und zwar, wen spielen wir denn mal? Wir haben eigentlich nicht mehr viel. Mit Magdalena haben wir echt noch so viel zu machen. Wow, wir müssen eigentlich mal mit Magdalena spielen. Wir haben ja beim letzten Mal, hatten wir ja schon so ein Pech. Run, müssen wir uns das mal merken, Satan, ne? Satan müssen wir gehen. Schreibe ich mir das jetzt irgendwo auf? Erstmal mache ich Platinum-Gott auf, das ist ganz wichtig. Platinum-Gott. Damit wir auch wissen, falls wir Items nicht erkennen sollten, was sie denn können. So, jetzt laggt es wieder ganz kurz, typisch Isaac. So, und ich hoffe, wir kriegen tolle Items. Der Item-Snatcher ist nicht gut. Können wir eigentlich den Run direkt mal neu starten. Das sind auch sehr starke Gegner, finde ich, für den Anfang, weil die so super schnell sind, super viel aushalten und auch noch hüpfen können. Schlimmer sind noch diese Bombenspinnen. Die sind richtig, richtig räudig. Na komm schon. Gedreckt. Also. So, hier brauchen wir ein paar Bomben. Wäre nicht schlecht. Generell Spinnen sind wirklich so nervig in dem Game. Die haben auch manchmal echt so unvorhersehbare Bewegungen. Okay, hier ist der Bossraum. Da wollen wir eigentlich noch nicht hin. Na. Oh, eine Mütze. Her damit! So. Gut, ich hoffe jetzt mal, dass in dem Schatzraum was Tolles drin liegt. Ah, falsche Tür. Ah, da war noch ein Stein. Vielleicht kriegen wir ja noch eine Bombe. Das wäre nicht schlecht. Ich glaube es zwar nicht, aber man weiß ja nie. Undefined. Oh, das ist ein lustiges Item. Und zwar bringt es uns in den Schatzraum, Super Secret Raum oder Error Raum. Und ja, ich weiß nicht. Das ist ziemlich lustig, das Item. Ich weiß nicht genau, wie häufig man wirklich in diesen Error Raum kommt. Aber wir werden jetzt erstmal den Boss machen, weil wenn man nämlich wirklich in den Error-Raum kommt, dann hat man ja die Ebene auch gleichzeitig geschafft. Dementsprechend werden wir jetzt erstmal hier zum Boss gehen. Ich weiß gar nicht, wie worth das Item ist. Bin ich mir gar nicht sicher. Aber es ist auf jeden Fall lustig, das Item. Und dementsprechend kann man es ruhig mal mitnehmen. Ich finde auch, es sieht so ein bisschen aus wie der Kompass. Ja, nicht die Karte, sondern da gibt es ja diese andere Seite, die Buchseite. Und was ist denn das dritte Item, was da abgebildet ist? Das kann ich gar nicht erkennen. Mal gucken, ob wir jetzt hier nicht getroffen werden. Wäre nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir dann sogar ein blaues Herz. Nope. Nur ein rotes. Naja, besser als nichts. Die Frage ist jetzt, benutzen wir es hier? Ich glaube ja. Ich glaube, wir benutzen es hier jetzt trotzdem nochmal. Ah, okay. In den Schatzraum. Schade, wir haben leider keine Bombe bekommen. Sonst hätten wir uns nochmal den Stein da wegsprengen können. Hätten vielleicht nochmal ein blaues Herz bekommen. So. Aber mal gucken. Vielleicht haben wir in der nächsten Ebene mehr Glück. Wie gesagt, es bringt uns in den Secret Room. Ich kann auch nochmal nachgucken. Undefined. Genau. Item Room, Secret Room, Super Secret Room und I am Error Room or a Black Market. Very small chance. Okay, also das ist wirklich nicht schlecht. Wir werden es, glaube ich, jetzt auch gleich mal auf Cooler benutzen. Ich glaube nicht, dass wir so viel Pech haben und er uns direkt in den Error Raum bringt. Aber wenn wir es vielleicht zweimal sogar in einem Run benutzen können, sparen wir uns dann natürlich auch Schlüssel, wenn wir in den Schatzraum kommen. Der Lucky Rock, der ist nicht schlecht. Der besagt, dass wir in den Steinen Münzen bekommen, wenn wir die wegsprengen. Und das sind natürlich solche Gegner ideal, wenn die sich da auch noch vor den Steinen wegsprengen. Yay! Wow, das waren echt viele. Nee, das brauchen wir nicht. Die Slotmaschinen können wir uns getrost sparen. Spinne. Ich weiß gar nicht, was die... Ah, okay, genau, das konnte die. Die fliegen nämlich immer relativ schnell weg.
Und meistens sieht man gar nicht, wie dieser Effekt von den Spinnen aussieht. So, da ist der Boss. Den können wir eigentlich theoretisch auch schon mal machen. Problem ist halt, wenn uns dieses Item wirklich in den Errorraum bringt, ne? Und wir haben vorher den Schatzraum nicht eingesammelt, ne? Das ist echt ein Problem. Dementsprechend bin ich echt am Überlegen, ob ich vorher einfach mal in den Schatzraum reingehe, weil es echt sinnvoller wäre. Weil wenn man den liegen lässt, das wäre schon ein bisschen dumm. Aufpassen, dass man nicht hier reinlatscht. Zumal wir ja sowieso noch ein paar Räume machen müssen. Oh, nice. Das ist ja richtig cool. Spider Baby. Spider Revenge. Okay. Gucken wir mal nach. Ich glaube, da spawnen wir ab und zu mal eine Spinne. Creates friendly attack spiders when Isaac is damaged. Sei nicht so toll. Okay, hier ist der Shop. Das heißt, wir kriegen Undefined gar nicht zusammen mehr. Okay, was haben wir hier? Hier haben wir einmal ein Item, das mit Münzen Schaden verursacht. Und ein Item, das die maximale Anzahl an Karten erhöht, die wir mitnehmen können. Ist beides nicht so worth. Deswegen lassen wir es auch beides liegen. Ja, toll. Wir haben Undefined nicht mal mehr benutzen können. Da waren zu wenig Räume hier in der Ebene, die mit Gegnern versehen waren. Ist aber auch gar nicht schlimm. Wir gehen jetzt direkt zum Boss. Gucken uns mal an. Oh, der Haunt. Der Haunt ist wirklich richtig Pain. Der ist echt Pain. Er ist echt richtig schlimm, der Boss. Wow. Okay, das sollte man nicht machen. Okay, das war's dann wohl auch mit dem Teufelsraum. Nicht ganz nach oben gehen. Sollte auf jeden Fall schon reichen. Das ist eigentlich ein ganz guter Trick, den ich gerade rausgefunden habe. Wenn man nicht ganz nach oben rennt, dann chargt der auch nicht auf einen. Also noch einen Raum müssen wir clearen, dann haben wir Undefined ready. Und dann können wir das Item auch wieder benutzen. Ja. Können wir mal reingehen. Wow, das war ja wirklich ein super klasse Item. Eine Trollbombe. Ich muss sagen, wir sind auch bis jetzt sehr verhalten, was Bomben angeht. Manchmal habe ich echt das Gefühl, da bekommt man in manchen Runs einfach gar nichts. Bekommt man einfach kaum Bomben, kaum Schlüssel. Und ich meine, auch die Münzen, die wir bis jetzt bekommen haben, haben wir ja lediglich nur dadurch bekommen, dass wir diesen Lucky Rock haben. Und da ein paar Steine weggesprengt wurden. Okay, gehen wir mal in den Secret Raum. Okay. Da haben wir schon mal ein paar Bomben. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir bräuchten mal einen Schlüssel. Ich habe eigentlich gehofft, wir kommen in den Schatzraum. Wie gesagt, es hat ja auch eine Chance, in so einen Black Market zu kommen, den ich, glaube ich, auch noch nie aufgedeckt habe. Weil Black Market sagt mir jetzt persönlich gar nichts. Weiß nicht, ob wir da schon mal waren. Ich glaube, dafür benutze ich mal eine Bombe. Jawohl. Sehr gut. So, ich würde sagen, die Schlüssel können wir uns erstmal noch aufheben. Ich würde den zwar echt gerne benutzen, um die Kiste zu aufzumachen, aber wir müssen ja noch in den Shop und in den Schatzraum. Ich würde gerne in beides rein. Ja, genau, das sind die Spinnen, die ich meine. Nicht diese kleinen. Die sind nämlich echt räudig. So, hier haben wir einmal Reusable Bomb Buddy. Keine so gute Karte, ehrlich. Keine so gutes Item. Gibt es auf jeden Fall um einiges bessere. Der Zorn. Ist okay. Könnt ihr ihn benutzen? Oh. Oh nee, nee. Bitte nicht, bitte nicht. Oh Gott. Schon geahnt, der quetscht mich hier irgendwo ein. So, was haben wir hier? Blaue Fliegen. Auch nicht so optimal. Naja,
Aber immerhin eine Bombe dazu bekommen. Das sind auch immer richtig nervige Räume, finde ich. Man sieht ein schwarzes Herz, kann es aber nicht aufheben. Das ist so ärgerlich. Okay, hier mit dem roten Herz. Ah, die können auch nichts. So, dann wollen wir mal gucken. Auch nichts Besonderes. Ah, diese Pillen mitzunehmen, das ist halt viel zu riskant. Keine Ahnung, ich mag das nicht. Die sind halt immer so ein bisschen risky. Da kann halt auch echt 4 Müllpillen drin sein, die echt nur Kackeffekte haben. Und dann hast du echt Arschkarte. So, dann machen wir den Raum fertig. Und dann werden wir uns nochmal porten. Oder heben wir uns das auf? Ne, wir heben uns das auf für die nächste Ebene, glaube ich. Wie gesagt, der Effekt von dem Item oder die Nützlichkeit von dem Item ist halt echt begrenzt. Ne? Wenn man keinen Luck hat und kommt direkt in den Error-Raum oder in den Super-Secret-Raum oder in den Item-Raum, dann ist halt echt ein bisschen räudig. Ja. Das ist nicht schlecht. Vielleicht springt er uns hier noch ein paar Felsen weg. Ja. Ja, so ungefähr. Ups. Der dürfte eigentlich wieder ein Cube of Meat oder ein Ball of Bandages droppen. Oh, wir haben einfach so wenig Damage, ne? Das ist der Wahnsinn, ne? Wir haben einfach nichts dazu bekommen jetzt gerade. Maggie ist echt ein bisschen räudig. Wenn man dann noch Pech hat mit Maggie, man ist super langsam, man hat super wenig Damage. Das ist echt ein wenig nervig. Aber nichtsdestotrotz. Vielleicht kriegen wir ja noch in der nächsten Ebene ein bisschen bessere Items. Weil bei den Schatzräumen kann ja durchaus auch was Tolles drin sein. Ne? Der Itempool, den wir haben, der ist ja immer komplett random. Und ja, man hat vielleicht auch Glück, auch wenn die ersten Items kacke sind. Man weiß ja, bei Isaac kann wirklich ein einziges Item schon den ganzen Run drehen. Da haben wir ja schon oft genug erlebt. Na komm. Wow, wie weit der spucken kann, ne? Wahnsinn. Jawohl. Ja, der Cube of Meat. Alles klar. Gut. Her damit. So, die Münzen nehmen wir noch mit. Den Cube natürlich auch. Der sieht immer so ein bisschen aus, auch wie dieses andere Item. Dieses Blattklott heißt das, glaube ich. Was uns ein Damage-Upgrade bringt und unser eines Auge rot färbt. So, der Schatzraum. Oh, ist auch wieder nicht gut. Weiß nicht, wir können die Gegner zwar verlangsamen, aber es ist halt kein Damage-Upgrade, ne? Es ist halt echt nicht gut, wenn wir kein Schadens-Upgrade langsamer bekommen. Weil ihr seht ja schon, wie lange wir für die Kackviecher hier brauchen. Das dauert echt gefühlt eine Ewigkeit. Alleine für diese kleinen Gegner hier. Das ist echt nicht cool. Deswegen, ich hoffe, nächstes Mal, wenn wir Undefined benutzen, dass wir dann auch ordentlich mal bessere Items bekommen. Einen besseren Raum bekommen. Zum Beispiel jetzt der Black Market. Da kann ich mir vorstellen, da sind doch bestimmt Teufelsraum-Items drin oder vielleicht sogar noch bessere. Vielleicht auch Holy-Raum-Items, man weiß es ja nicht. Oh Gott, ey. Das ist ja räudig. Oh, noch ein Vieh. Oh. Wow. Die Sprungreichweite wird anscheinend nicht verringert. Der Pulswurm. Er macht die Hitbox unserer Schüsse größer. Bringt aber an sich nicht viel. Boah, ey. Ja, es wird erstmal die kleinen Viecher machen. Immer am besten so positionieren, dass man nicht von beiden irgendwie getroffen werden kann. So, sehr gut. So, noch 2 Räume. Dann heißt das auch wieder Undefined benutzen. Ich wette, bei unserem Glück bringt er uns sogar noch hier wieder in den Schatzraum. Ich kann mir das schon richtig gut vorstellen. Na komm. Muss halt auch in meine Richtung laufen, ne, du Boy. So. Die Spinnen machen schon ordentlich Damage, da kann man nicht sagen.
da kann man nichts gegen sagen. Die hauen schon ordentlich rein. Ich hoffe, der gibt uns jetzt einen Schlüssel. Ich würde eigentlich, bevor ich Undefined benutze, nochmal gerne in den Shop. Oh ja, sehr gut. Perfekt. Okay. Sag ich jetzt mal nichts zu, ne? Ich weiß gar nicht, ob es nur die Bewegung einschränkt. Nee, schränkt alles ein, okay. Ah, der klappt mit Münzen. Mann, 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 was ist denn hier los? So. Super Secret, okay. Ja, immerhin haben wir Herzen. Herzen en masse. Das ist nicht schlecht, aber super klasse ist es jetzt auch nicht. Also, mich nervt das schon wieder, dass wir keinen Shop hatten, in dem wirklich mal auch nur ansatzweise was Tolles drin war. Es ist grundsätzlich, glaube ich, immer so. Wenn man viele Münzen hat, kriegt man nur Shops mit Müll. Und wenn man wenige Münzen hat, dann findet man in den Shops wirklich die geilsten Sachen. Das ist echt ein bisschen räudig. So, haben wir noch irgendwas aufzudecken? Ah, hier ist der Bossraum. Wir gehen erstmal zum Bossraum, glaube ich. Ah, hier ist natürlich gegen solche Gegner das Sticky Baby oder Sticky Sack oder wie der heißt. Das ist ziemlich cool. Generell auch gegen Bosse, die sich bewegen, ist halt nicht schlecht. Aber anderweitig ist das echt schwierig einzusetzen. Gurdy. Bei Gurdy gibt es ja einen Trick. Den habe ich ja beim letzten Mal, glaube ich, rausgefunden. Und den haben auch Leute in die Kommentare geschrieben. Und zwar hinter dem Boss. Hinter dem Boss stellen. Da muss man sich wirklich nur um die Fliegen kümmern. Und dann hat man keine Probleme. Aber unser Schaden, ne? Merkt ihr das? Wir kriegen den Gurdy, glaube ich, morgen tot. Bin mir nicht sicher. Wir brauchen echt eine Stunde. Da müssen wir ihn halt mal wegsprengen. Also. Aber da sieht man einfach, wie wenig Schaden wir wirklich in dem Run jetzt dabei haben. Das ist echt richtig schlimm. Das Herz, Herz ist nicht schlecht. Ich muss jetzt echt darauf hoffen, dass wir nochmal einen guten Raum bekommen. Den Error-Raum, den Super Secret, nicht Super Secret, den Black Market. Wir müssen irgendwas Tolles jetzt bekommen, sonst sieht es echt schon... Oh, der Würfel. Der Würfel könnte es vielleicht noch regeln. Wenn da drin der Würfel ist. Aber wir brauchen noch einen zweiten Schlüssel. Das ist das Einzige, was jetzt ein bisschen da uns hindert dran. Oh Gott. Hey. Mein Gott. Wir werden hier von jeder Kacke getroffen. Von allen Seiten. Da war es das? Nee. Also, jawohl, ein Schlüssel. So, jetzt bitte. Gib mir den Würfel. Das ist nicht gut. So, wir haben ja immer noch die Möglichkeit, in den Super Secret Raum zu gehen. Da sind nochmal ordentlich Herzen. Die kommen auf jeden Fall nicht an uns ran, glaube ich. Ich glaube, wir haben zwar wenig Schaden. Achso, das sind sogar die, die schießen. Oh, ich dachte jetzt gerade, das wären sogar die, die sich nur wegsprengen. Explosive Diarrhea. Ah, wieder nur in den Schatzraum. Shit. Gut, dann hoffen wir mal, dass in dem letzten Raum vielleicht noch irgendwas Tolles ist. Wir könnten zum Beispiel auch einen Teufelsbettler, der wäre auch geil. Weil wir haben immer noch die roten Herzen da in dem Secret-Raum, ne, die wir benutzen können. Da ist natürlich der Teufelsbettler nicht schlecht. Gibt uns dann ein Teufelsraum-Item. Vielleicht auch eins endlich mal mit Schaden. Das wäre ideal. Aber ansonsten ist der Run hier ziemlich verdoomt. Also, hier leider nichts mehr gewesen. Aber wir haben immer noch
die Möglichkeit, vielleicht den Secret Raum aufzudecken. Im Secret Raum kann ja durchaus Overtolles drin sein. Wenn wir uns mal angucken, was wir bis jetzt bekommen haben. Wir haben wirklich nur Leben bekommen. Roid Rage gibt uns ein bisschen Speed. Dann diese Friendly, diese Spider Attack oder wie das heißt. Wo wir eine Spinne bekommen, wenn wir Schaden erleiden. Das ist alles nicht toll, ne? Ich glaube, hier kann er nicht sein. Schwierig. Okay. Gut, dann holen wir uns noch die Herzen. Hier die Karte können wir ruhig mal mitnehmen. Man weiß ja nie, vielleicht ist das immer eine tolle. Ja. Geht eigentlich. Können wir uns verwandeln. Und dann können wir auch schon in die nächste Ebene gehen. Und jetzt wird es langsam tricky, weil wir sind jetzt in den Tiefen schon. Überleg mal, wir sind gerade mal in den Caves gewesen. Caves 2. Das heißt, wir waren jetzt 4 Ebenen in 20 Minuten oder was, die wir gemacht haben. Das ist alles unserem Schaden geschuldet, Leute. Alles unserem Schaden geschuldet. Weil wir so super viel Schaden verursachen. Deswegen brauchen wir natürlich auch 2 Stunden für die Gegner, ne? Na komm. Kommt her. Ah, ich wusste, dass der mich trifft. Ich wusste, dass ich mindestens einmal getroffen werde hier in dem Raum. Das Dumme an dem Ganzen ist... Okay, habe ich den jetzt gerade mit dem Scheiß auf den Weg gemacht? Nee, oder? Das Dumme an dem Ganzen ist, dass man, so, wenn man weniger Schaden hat, natürlich auch die Chance höher ist, getroffen zu werden, weil man einfach viel mehr ausweichen muss, weil man einfach die Gegner nicht so schnell töten kann. Und das ist halt echt dumm. Weil irgendwann wirst du immer mal getroffen. Kannst du eigentlich nicht viel gegen machen. Es sei denn, du bist ein übelster Escape-Gott und jukst wirklich alles. Aber manchmal kommt das so unvorhersehbar. Vor allen Dingen musst du manchmal auf mehrere Projektile gleichzeitig achten. Gerade wie jetzt in diesem Raum. Das ist so schwierig. So, was haben wir hier? Super Greed. Yay. Der gute alte Super Greed. Und zum Beispiel so ein Schadensupgrade würde schon reichen. Das würde schon reichen, um uns wirklich ordentlich zu buffen. So, das war jetzt der normale Secret Raum. Den haben wir jetzt betreten durch Undefined. Ist die Frage. Das Item war, glaube ich, echt nicht worth. Aber wir haben ja auch nichts Besseres gefunden. Ne? Das ist ja das Ding. Wenn wir was Besseres gefunden hätten, irgendwie mit Leertaste, dann hätten wir es ja genommen. Aber... Es war ja nichts, war ja nur Müll. War ja wirklich nur Müll dran. Jetzt werden wir hier schon von den Fliegen getroffen. Aber ich bin gerade echt unkonzentriert auf Doom. Sehr gut. Okay, da können wir nicht lang. Wow, der kann sogar für uns die Viecher kaputt machen. Das ist ja pretty nice. Ich hoffe immer noch auf so einen Würfelraum. Weiß nicht, der unsere ganzen Items dann in epischen Stuff umwürfelt. Auch wieder nicht so toll. Die Leiter können wir mal mitnehmen. Dann kommen wir gamblen jetzt mal. Lockdown, wow. Sollen wir echt, können wir echt noch weniger Glück haben als jetzt? Ich weiß gar nicht, ob das geht. Wir finden ja schon nur Müll. Okay, sehr gut. Her damit. Machen wir durch. Okay, also 2 blaue Herzen können wir uns theoretisch noch holen. Dieser Schaden von uns. So real. Muss man aber auch richtig hart aufpassen, ne? So. Ich bin jetzt am Überlegen. Wir werden das jetzt mal so machen. Wir werden den... Wie hoch ist die Chance, dass wir jetzt echt ausgerechnet jetzt einen Super Secret... den
Errorraum bekommen. Ist wahrscheinlich sehr gering, aber wir werden jetzt trotzdem mal die beiden blauen Herzen mitnehmen. Ah ne, der war ja hier. Und noch zusätzlich den Schatzraum. Oder wir. Na, YOLO. Oh, boah, was? Das haben wir doch vorhin extra noch weggewürfelt. Weggeholt. Oh Gott. Okay. Jetzt beginnt wieder das hier. Das getroffen werden auf Doom. Oh Gott. Ich glaube, Maggie ist echt verflucht. Ich weiß nicht warum, aber mit Maggie habe ich immer so Kackruns. Das ist wirklich der einzige Charakter, mit dem ich wirklich, glaube ich, noch nie richtig gute Sachen gefunden habe. Boah. Richtig nervig. Okay. Was haben wir denn hier noch? Sündenraum. Ich habe noch nicht begriffen, was kann dieses Ghost Vieh? Ich glaube, das schießt einfach durch alles durch. Oh, das ist nicht schlecht. Münzen haben wir ja auch echt genug, ne? Aber wenn man jetzt mal guckt, wieder in dem Shop, war einfach nur die Leiter, ne? Das ist so bad. Wirklich so bad. Wir hätten so coole Sachen finden können, aber wir haben einfach nur die Leiter gefunden. Das ist so schlecht. Also ihr müsst auf jeden... Ah, Perik. Perik, 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 Perik. Perik, Perik. Oh, Leute, es tut mir so leid, ey. Irgendwie ist das heute nicht mein Run. Ich weiß auch nicht. Der Run ist auf jeden Fall richtig verdoomt. Ich höre euch mal an, wie lange wir für Bloat brauchen. Ja, wir werden auch immer getroffen. Oh Gott. Gut. Das war echt eine richtige Scheißrunde. Ich glaube, das war echt die schlechteste Runde, die wir seit langem hatten. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wir werden jetzt erstmal Maggie komplett weglassen. Denn Maggie ist einfach nur verflucht. Wir haben echt nur Pech mit Maggie. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Mal. Schreibt vielleicht in die Kommentare. Schreibt vielleicht auch mal rein, welchen Charakter wir spielen sollen in nächster Zeit. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich beim nächsten Mal eine Challenge machen. Aber mit Maggie haben wir auch wirklich nur Isaac besiegt einmal, ne? Das ist so schlecht einfach. Naja gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut rein.